Vor einigen Tagen sehe ich auf dem Süsterplatz vor der Kirche einen älteren Mann. Er hält einen Schirm in einer Hand gegen den Regen über seinem Kopf. Dieser Mann wirkt, als hätte er viel zu tragen, als läge eine schwere Last auf seinen Schultern. Er bleibt stehen und hält inne, als müsse er eine Atempause einlegen und neue Kräfte sammeln. Dann geht er weiter, vorsichtig, Schritt für Schritt. Ich erinnere mich an ein Gespräch vor einem Seniorenheim auf einem Spaziergang mit Jugendlichen. Wir halten inne und fragen uns, tun wir als Gesellschaft im Moment alles, um ältere Menschen zu schützen? Die Antwort einer Konfirmandin fällt mir ins Herz. Nein, ich finde nicht, sagt sie. Denn zum Schutz des Lebens gehört nicht nur die Gesundheit des Körpers. Ich finde, dass die älteren Menschen im Moment seelisch krank werden, weil Kontakte so reduziert sind, dass sie leiden und vereinsamen. Wir tun nicht genug, um die Älteren zu schützen. Sie sprach es mit einer solchen Klarheit, dass ich daran auch die Situation von Jugendlichen erkennen konnte. Kontakte reduzieren, sich zurückhalten, nicht mehr frei sein. Die Jungen und die Alten und die dazwischen. Ich blicke auf den Süsterplatz, die Gedanken kommen und gehen. Nachdem der ältere Mann seine Atempause eingelegt hatte und nun seinen Weg fortsetzt, huschen immer wieder die Menschen in dem Alter dazwischen über den Platz. Viele gehen schnell. Viele wirken, als wären sie getrieben und als fehle es ihnen an Zeit, weil nicht alles zu schaffen ist, was der Tag ihnen in den Weg legt. Corona, Beruf, Kinder, Küche. Die Kirche ist nicht im Blick. Ist die Luft raus? Pfeifen wir aus dem letzten Loch? Ich stehe hier an den alten Orgelpfeifen der Süsterkirche. Sie schimmern hinter mir in vielfältigen Farben. Sie bilden eine Art Klagemauer. Sie nehmen einfach an und auf, was Menschen ihnen an Klagen, Bitten und Hoffnungen anvertrauten. Diese Orgelpfeifen erfüllen den Raum in ganz eigener Weise. Sie versinnbildlichen Luft, Atem, Töne und Klänge, die nicht sind, aber sein könnten. Ein Gebet nach Psalm 142. Aus voller Kehle rufe ich zu Gott, der einen. Laut flehe ich zu Gott, der Lebendigen. Vor ihm schütte ich mein Herz aus. Ihr erzähle ich von meiner Not. Du, Gott, kennst meinen Pfad, wenn mein Lebensatem in mir verzagt. Auch wenn ich allen Mut verlieren sollte,
du weißt einen Ausweg für mich. Mein Zufluchtsort bist du, meine Lebensretterin. Befreie mein Leben aus dem Gefängnis, in dem ich stecke. Führe mich heraus, damit ich dich wieder loben kann und alles andere auch. Du Atem meiner Seele, Grund, auf den ich hoffe. Amen.